Nach Fehlgeburt, Renata Lusin strahlt bei Let's Dance. Die 35-Jährige rockte auf der berühmt-berüchtigten Tanzbühne und strahlte bis über beide Ohren. Die Zuschauer sind ganz aus dem Häuschen, wie sich bei Twitter zeigt. Renata tanzt Superhot oder auch Renata ist zurück, freuten sich die User über das Comeback der Tänzerin. Renata möchte augenscheinlich nur noch nach vorne blicken. Denn über ihre Fehlgeburt spricht sie nicht gerne, wie sie zuletzt im Interview mit Bild verraten hatte. Vor allem, nachdem wir schon wussten, dass der Embryo abgegangen war und uns immer noch alle gratuliert und nach meinem Bauch gefragt haben. Da war mir meine Fehlgeburt irgendwie peinlich, hatte die Brünette erklärt.